Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Tutorial hier bei TorrentGant. Heute wird es um Modding im Allgemeinen gehen, um Nexus-Mods, wie man da mit am besten arbeitet, was es da für Möglichkeiten gibt. Zunächst mal aber so ein paar grundlegende Geschichten. Vielleicht ist ja Bannerlord tatsächlich das erste Spiel, bei dem ihr mit Nexus oder allgemein mit Modding zu tun habt. Ja, dann sollte euch das ja auch so ein bisschen weiterhelfen, beziehungsweise halt Hinweise geben, wie man damit am besten umgeht. Bannerlord ist natürlich ein Early Access Titel, das kann man vielleicht mal ganz gern vergessen, weil, zugegebenermaßen der Preis ja relativ hoch war und ist dann, man dann quasi denkt, naja, das ist ja eigentlich schon fertig. Aber es ist Early Access und die Konsequenz daraus ist halt, dass es sehr oft, auch jetzt, wo sie umgestellt haben auf ein neues System, neue Versionen gibt. Das würde dann für euch, wenn ihr Mods benutzt, dass ihr ziemlich häufig nachschauen müsst, ob es Updates gibt. Dafür gibt es zwar so ein bisschen Abhilfe, aber naja, um ein bisschen Mitdenken und manuelle Arbeit kommt ihr leider nicht drum herum. Und das Thema verschiedene Versionen, das wird auch so ein bisschen hier angeschnitten werden, weil da auch immer die Fragen kommen. Also, wenn ihr hier auf Bannerlord in Steam klickt, auf Eigenschaften und hier auf die Betas, dann könnt ihr hier entsprechend, zum einen könnt ihr euch dann in die Beta hier quasi einschreiben. Also das ist die, die Branch, die eigentlich noch getestet wird. Und das hier zuvor sind diverse andere Versionen, auf die ihr zurückpatchen könnt, wenn ihr wollt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Saves habt oder so, die nicht mehr funktionieren, könnt ihr das mit den älteren Versionen noch versuchen. Wobei, ehrlich gesagt, dürfte das eigentlich so sein, wenn ihr tatsächlich einen neuen Save, einen alten Save geladen habt, mit einer neuen Version, mit neuen Modulen, und das Spiel dann abgestürzt ist oder so, der Save nicht funktioniert hat, dann ist der Schaden leider schon getan. Deswegen einer der ersten Hinweise, wenn ihr neue Versionen testet, wenn ihr neue Module, Mod-Module testet, speichert immer mehrmals oder macht euch ein Backup. Tatsächlich, dann kann euch quasi nichts passieren, dann könnt ihr auf dem anderen Save einfach alle Module laden, wenn es funktioniert, dann funktioniert es halt, dann könnt ihr den weiter nutzen, wenn nicht, dann habt ihr immer noch euren Backup-Save und ihr könnt ohne weiteres weiterspielen. Das gilt dann auch für Mods, für Kompatibilitätsprobleme und so weiter. Auch da gilt, klar kann man auf die Versionshinweise bei den Mods schauen, oftmals ist es aber so, dass auch ältere Mods, wo die Version nicht aktualisiert ist, trotzdem noch ganz gut funktionieren. Wieso das so ist, das schauen wir uns nachher noch so ein bisschen an. Nicht ganz im Detail, aber zumindest überflogen, damit ihr das Grundprinzip versteht, was da eigentlich passiert. Ja, und wie gesagt, hier könnt ihr rumswitchen, wie ihr möchtet. Wenn ihr nirgendwo dabei sein wollt, sondern einfach nur die aktuelle Main Branch haben wollt, dann macht ihr einfach keine hier oben rein. Und dann seid ihr auf der ja, ganz normalen Sparte. Wenn ihr euch den Stress mit den Mod-Updates, vor allem wenn ihr viele Mods nutzt, nicht geben wollt, weil im Prinzip ist es so, jedes Mal, wenn eine neue Version rauskommt, solltet ihr die nächsten paar Tage im Prinzip immer wieder mal auf Nexus Mods gehen und euch die Mods anschauen, die ihr benutzt, ob es da neue Versionen gibt und die dann entsprechend runterladen, entweder manuell oder mit dem Vortex Manager, aber da kommen wir auch noch gleich dazu. Und ja, wenn ihr euch das sparen wollt, dann könnt ihr ja quasi sagen, okay, pass auf, ich ziehe mir jetzt alle Mods für die aktuelle Version so und so, von mir aus die 1.1.0 hier. Und dann bleibt ihr einfach bewusst auf der Version und geht die Updates nicht mit, bis euer Spielstandard fertig ist. Bis ihr sagt, ne, ich fange jetzt neu an, weil die Verbesserungen in der und der Version so gut sind, dass ich die auf jeden Fall mitnehmen will. Also das, die Möglichkeit habt ihr hier auf jeden Fall auch. Da muss man halt so ein bisschen ja, proaktiv und mitdenken. Ich sag mal, Gehirn einschalten hilft in der Regel. Dann spart man sich ganz viele Probleme. Ja, das habe ich eben schon gesagt. Speichert oder sichert eure Spielstände. Die befinden sich in dem Ordner, also in der Regel ist es halt, wenn C euer normales Windows-Laufwerk ist, dann euer Benutzername, beziehungsweise die Users oder Benutzer auf Deutsch, je nachdem, wie was bei euch eingestellt ist, dann ist euer Benutzername und dann, je nachdem, wenn ihr OneDrive benutzt für Backups, dann ist dann auch OneDrive davor. Ansonsten Dokumente, auch wenn ihr normal über die Bibliotheken geht, im Explorer kommt ihr auch dahin, da gibt es einen Ordner Mountain Blade 2 Bannerlord und dort gibt es eben einen Game Saves Ordner. Und dort im Native Ordner seht ihr dann eben eure ganzen Savegames. Dort könnt ihr quasi manuell einfach ja, das Savegame, was ihr retten wollt, irgendwohin kopieren. Das ist die zweite Variante davon. Die andere ist einfach, ja, als euren Spielstand, den ihr aktuell habt, einfach nochmal abzuspeichern unter einem anderen Namen. Dann habt ihr auch zwei Saves, die ihr ausprobieren könnt. In diesem Dokumente-Ordner befindet sich auch der Configs-Ordner. Da ist es so, dass manche Mods das jetzt mittlerweile nutzen, dass dort Konfigurationen für sie herangezogen werden, die man sich dann dort reinziehen muss. Das übernimmt auch, soweit ich weiß, nicht der Nexus Mod Manager, das nicht automatisch. Das heißt, das müsst ihr immer von Hand machen.
Das Beispiel aktuell habe ich mit Gedanken gepackt, Calradian Heraldry. Calradian Heraldry ist eigentlich einfach nur eine Konfigurationsdatei mit Farben für den Kingdom Color Mod. Das heißt, ihr müsst quasi, da steht auch hier als Requirement damit dabei, wenn ihr das hier euch runterziehen wollt auf Nexus, dass ihr den hier installiert haben müsst. Und dann installiert ihr diesen Mod und müsst dann hinterher Calradian Heraldry runterladen. Dann öffnet ihr das mit irgendeinem Entpackungsprogramm eurer Wahl und dann habt ihr dort eben eine Kingdom Color Mod XML-Konfigurationsdatei und die müsst ihr dann hier in diesen Configs-Ordner ziehen und dann wird das auch im Spiel übernommen. Das hat sich geändert im Vergleich zu dem letzten Mod-Video, wo ich es ja vorgestellt habe. Da habe ich es aber auch in die Kommentare gepackt, dass da jetzt der Ablauf anders ist. Wenn ihr das alles manuell macht, müsst ihr natürlich wissen, wo der Modulordner ist. Die meisten von euch dürften es schon wissen, dass er sich eben doppelt findet, wo euer Spiel ist. Wie findet man das heraus, falls ihr das nicht wisst? Lassen wir mal kurz das Steam hier reinspringen. Wenn ihr auf das Spiel klickt und dann hier auf Verwalten und dann hier lokale Dateien durchsuchen, dann springt er bei dem, was quasi bei euch entsprechend euer Explorer ist. Bei mir ist es halt ja nicht der normale Explorer, sondern hier Directory Opus. Und dann habt ihr hier das Hauptverzeichnis des Spiels und dort drin ist eben der Modules-Ordner. Und dort sind neben den Tailwords-Modulen auch alle Mods, die man so benutzen kann. Beziehungsweise die ihr dort reingezogen habt oder die halt Nexus Bot Manager, Vortex Bot Manager dort reingezogen hat. Ja, und das, die letzte der Grundlagen ist, lest bitte die Mod-Beschreibungen. In den Mod-Beschreibungen auf Nexus Mods steht immer alles drin, was ihr machen müsst, damit der Mod zum Laufen gebracht wird. Das ist zwar auf Englisch, ich weiß, es ist mit Sicherheit für einige von euch auch ein Problem, aber ja, benutzt einfach Übersetzungstools oder so. Dann nimmt das auch und ich werde versuchen in Zukunft, also noch mehr, ich habe es ja eigentlich schon im letzten Video gemacht, zumindest für die Sachen, die nicht standardmäßig installiert werden, immer zu zeigen, wie das quasi da läuft. Also wenn es irgendwie so eine abweichende Geschichte ist, wie eben hier bei dem Caradian Heraldry zum Beispiel, wo man noch wissen, was zusätzlich machen muss. Ich hoffe, dass nach diesem Video dann zumindest klar sein dürfte, wie der normale Ablauf ist, wie das funktioniert. Ja, hoffen wir es mal. Ja, die nächste Frage, die immer wieder aufkommt, tatsächlich vor Jahren habe ich das auch erst kurz gemeint, weil das so ein bisschen bei der Anmeldung bei Nexus Mods ist es halt mit absichtlich so, ja, es sieht halt so aus, als müsste man dafür zahlen, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ihr müsst nichts bezahlen, wenn ihr Nexus Mods benutzen wollt. Es gibt hier zwar einen Premium-Account, wo man Premium-Member werden kann, das wird ja auch überall beworben, recht deutlich. Ja, das, der Vorteil, den ihr davon habt, ist, glaube ich, dass ihr eben die Mods mit größerer Geschwindigkeit runterladen könnt. Ihr könnt ja bei der Auswahl beim Download ist dann immer Slow und Premium, aber ihr könnt auch immer Slow einfach nehmen. Die meisten Dateien sind eh so klein, da dauert das eh nicht lange. Und ja, im Prinzip ist es recht einfach, wir können es ja mal so ein bisschen hier durchgehen, die Anmeldung. Mal gucken, wo das so prominent dasteht. Also hier ist es ja einmal, aber hier, wenn ich jetzt hier, zack, so das hier bekomme, ich bin auch kein Roboter. Und dann gucken wir mal gleich, dass wir hier diesen Code eingeben. Genau, nachdem ihr das dann bestätigt habt, den Zahlencode, dann seht ihr eben Username, den ihr haben wollt. Und das Passwort, was ihr halt eben haben wollt, dann müsst ihr hier noch bei beiden ja, das Häkchen setzen. Ja, aber ihr müsst dafür nichts bezahlen, das ist alles kostenlos. Und dann habt ihr den Account, könnt euch einloggen und das hat dann so ein paar auch kleinere Vorteile natürlich. Ja, ihr könnt natürlich dann Mods downloaden, was schon mal der erste Vorteil ist, aber auch kleine andere Sachen. Wenn ihr euch dann eingeloggt habt, dann könnt ihr natürlich über die Suchleiste oben oder über die Games-Übersichtsseite zu Mountain Blade to Bannerlord navigieren und dann habt ihr eben dort die einzelnen Mods aufgelistet in verschiedenen Kategorien, was zurzeit heiß begehrt ist mit Trending und so und ja, das dürfte eigentlich alles jedem bekannt sein. Ja, dann hier zum Aufbau so einer typischen Mod-Seite. Ihr seht hier oben sind diese zwei Download-Geschichten. Einmal der Vortex-Download. Da geht das dann in den Vortex-Mod-Manager. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen, was das genau ist. Es gibt die manuelle Variante, wo ihr das einfach so manuell ziehen könnt. Genau, was gibt's hier alles? Description, immer sehr wichtig, das erste, was immer auch offen ist. Da stehen Installationshinweise, Informationen zu Konflikten mit anderen Mods, Requirements, also das, falls ihr irgendwelche anderen Mods auch installiert haben müsst, damit das funktioniert, ist dort mit drin. Und es sind auch oft andere nützliche Hinweise, auch für Probleme oder für ja, Frequently Asked Questions und solche Geschichten. Ist natürlich, wie gesagt, alles auf Englisch, aber ja, kann man halt nichts machen.
Images, da gibt es Bilder zum Mod, ist natürlich bei grafischen Geschichten ganz interessant, Videos ebenso. Und bei Posts in dem Bereich, da gibt es oft Diskussionen eben, das ist so ein Diskussionsthread, wo der eigentlich der Entwickler posten kann, was er so alles gemacht hat oder verändert hat. Man kann aber auch darauf antworten und dann kann man dort, auch wenn man Probleme hat, sich vielleicht melden. Forum ist, denke ich, auch selbsterklärend, gibt es auch zu jedem Mod. Im Bugs-Bereich kann man dann entsprechend Bugs melden. Genau, die zwei Download-Varianten hatten wir eben schon besprochen mit Manual und Vortex. Tatsächlich gibt es bei vielen Mods mehrere Varianten mit verschiedenen Einstellungen. Und zum Beispiel bei dem Banner Peasants Mod, da gibt es euch 4-5 Dateien mit unterschiedlichen Anzahlen an Leuten. Also wenn ihr wollt, dass jeder 5. die Fahne trägt, jeder 10., jeder 15., dann müsst ihr euch halt eben dort die Datei aussuchen, die ihr haben wollt. Ne? Muss man eben auch ein bisschen gucken, ist bei im Files-Reiter dann entsprechend. Und dann darauf achten, dass man da auch die richtige Version auswählt. Ja, zum Beispiel beim Deutsch-Mod gab es jetzt eine Zeit lang zwei Versionen. Es gab die Version für die Beta-Branch und es gab eine Version für die Haupt-Branch, also für das, was eigentlich für alle verfügbar ist, die nicht die Beta spielen. Ne? Eben für die zwei Versionen, die halt verfügbar sind. Also da auch ein bisschen drauf achten. So, jetzt gibt es natürlich zwei Varianten, die Mods zu installieren. Einmal ganz normal manuell von Hand, gute alte Handarbeit. Das heißt, ihr drückt auf den Manual-Download und dann klickt ihr einfach die Datei. Könnt ihr dort auch speichern, wo ihr wollt. Müsst ihr entpacken mit einem Explorer, mit WinRAR oder mit SMZIP zum Beispiel. Und da müsst ihr einfach den Mod-Ordner in den Modules-Ordner ziehen. Auch hier, ne, das ist der Ordner von oben, von 2.4, da wo euer Spiel halt ist. Ne? Und nachdem ist das drin ist, müsst ihr das dann entsprechend im Launcher auswählen. Nachteil von manuellen ist, das kann man ganz gut machen, wenn man nur mit ein paar wenigen Mods spielt. Ich denke, es werden mit der Zeit auch, wenn die Versionen stabiler sind, auch große Overhaul-Mods kommen, wo ganz viele verschiedene, sage ich mal, Sachen zusammengefasst sind. Da findet sich dann oft so für jeden Geschmack, so sage ich mal, so ein Overhaul. Manchmal ist es halt so, dass manche Sachen dann trotzdem nicht drin sind, die man drin haben möchte. Zurzeit ist es jetzt ein ziemliches Gewirr fast schon. Also ich habe, glaube ich, jetzt irgendwie 20 Mods oder sowas drin momentan, damit das alles ungefähr genauso ist, wie ich das haben möchte. Und Updates sind halt stressig, weil umso mehr Mods du hast, umso mehr musst du da eben halt rumsurfen und gucken, was du updaten willst, was du updaten kannst. Du siehst immer auf den Mods dieses kleine Downloaded hier, das heißt, es hat schon mal gedownloadet. Und wenn man dann drüber geht mit dem Mauszeiger, dann sieht man tatsächlich, ob man die aktuellste Version gedownloadet hat oder ob es eine neue gibt. Genau. Sobald man viele Mods benutzt, wird das halt sehr stressig. Grundsätzlich würde ich halt sagen, immer nach jedem Spielupdate prüfen, ob die Mods geupdatet wurden und auch das an ein paar Tagen hintereinander am besten machen, weil nicht jeder Modder so schnell ist und das am ersten Tag direkt verbessern kann. Beziehungsweise, falls sich wirklich was verändert hat, muss er ja theoretisch was nachcoden. Wenn es wirklich alles kompatibel ist, dann ändert er in der Regel nur die Versionsnummer im Script und dann passt das. So, ihr könnt aber auch den Vortex Mod Manager benutzen. Das ist dieses Tool hier. Das könnt ihr auch runterladen auf der Nexus Mod Seite. Ist da quasi der Mod Nummer 1. also Link ist hinterlegt, auf diverse Art und Weise werdet ihr da auf jeden Fall hinfinden. Und ja, das ist im Prinzip eine Mod-Plattform. Theoretisch gibt es hier, also ihr seht hier, das gilt auch für viele andere Spiele, die man vielleicht so hat. Gibt es auch Mods für, also ihr könnt damit, das ist quasi nicht nur für Bannerlord gedacht, sondern ja, ihr könnt damit auch zig andere Spiele modden. Alles Mögliche, was es halt bei Nexus Mods gibt. So, also mal hier zu den Mods an sich. Damals momentan nur Bannerlord Mods drin, weil ich für fast alle anderen Spiele den Steam Workshop benutze oder das manuell mache, so wie bei Star Sector oder sowas. Und ja, so sieht die Liste eben aus. Das Wichtigste hier ist eigentlich dieser Check for Updates Button. Wenn man den klickt, dann schaut der Mod Manager, der Launcher wollte ich schon sagen, eben automatisch nach und dann seht ihr hier bei der Version, zum Beispiel hier bei Custom Spawns gibt es eine neue Version und wenn die halt geupdatet werden kann, hier kann man sich die Changelog durchlesen. Was sagt, wenn ich hier drauf drücke, komme ich direkt zu dem Mod, den ich updaten möchte. Und kann hier entsprechend quasi per
Ah, okay. Der Mod wurde umbenannt, alles klar. Kann ich hier dann entsprechend ziehen. Diesmal war es zumindest, also ist ja schon, dass wir gerade ein großes Update hier haben. Sicher, dass ich auch keinen Vortex-Download, aber wenn wir das hier so ziehen, muss das eigentlich auch gehen. Da, was muss man halt aufpassen, ne? Wenn die noch umbenannt werden. Hier, Requirements, so. Da können wir drauf, also ihr seht, also das kann man hier intern als Modder eben angeben. Requirements, also dieser Mod braucht zum Beispiel keine Sachen, aber es gibt andere Mods, zum Beispiel diese zwei hier, die benötigen diesen Mod. Ja, und da könnt ihr immer so ein bisschen nachschauen, wenn das hier aufklappt. Ja, Permissions und Credits ist im Prinzip, ob der Kollege erlaubt, die Sachen, die hier drin sind, zu benutzen. Und wenn er andere Sachen erlaubt hat, beziehungsweise andere Sachen benutzt hat, dann wird er hier diejenigen Leute erwähnen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache im Modding. Das ist so eine Art Ehrenkodex, dass man keine Sachen klaut. Ja, beziehungsweise, wenn man Sachen klaut, dass man erwähnt, woher man das Ganze auch bekommen hat, ne? Hier, der Changelog ist, denke ich mal, eindeutig. Ihr seht, da ist eine ganze Menge dazugekommen. Werde ich dann gleich noch updaten müssen. Hier. Yeah. Deswegen, wie gesagt, immer Description, Auge drauf halten. Wie gesagt, wenn ihr halt kein Englisch könnt, dann könnt ihr das immer noch rauskopieren in Google Translator und dann wisst ihr ungefähr, was gemeint ist. Oder ja, ihr benutzt halt irgendwie so andere Tools dafür fürs Übersetzen. Da gibt es ja einige. Zum Beispiel solche Geschichten hier, Important about new saves, ne, für neue Saves, ja. Scheint so, dass Party-Geschwindigkeitsmodifikatoren, wenn man eine neue Kampagne hat, nicht funktionieren. Sie funktionieren aber, nachdem man die Sache einmal gespeichert, einmal genau geladen hat. Das sind so Irregularitäten. Ich denke, das wird dann mit der Zeit, ja, umso weiter das Spiel fortgeschritten ist, umso stabiler der Code ist, da wird sowas wahrscheinlich verschwinden mit der Zeit. Aber man sollte halt immer hier mal raufschauen, wie es ausschaut. Hier unten auch Mod Compatibility. Mod ist kompatibel mit den meisten anderen Mods, aber, und dann sieht man hier, könnte sein, dass es einen Konflikt gibt mit anderen Mods, die Geschwindigkeit von Gruppen vergrößern, verringern. Oder wissen wir zum Beispiel, dass wir da den Mod, den wir drin hatten, Can't Run Forever, also der die Leute verlangsamt hat, wenn sie schnell weggerannt sind, dass wir den nicht hier benutzen können mit dem gemeinsam, weil er wahrscheinlich dieselben Sachen modifiziert. So, ihr seht, ne, das ist hier eine ganze Menge, ist aber eigentlich nichts anderes als das, was man im Steam Workshop auch hat. Ja. Jetzt können wir ja mal hier auf Files gehen und schauen. Naja, da ist er hat da schon geschrieben, dass es hier auch eine API gibt. Genau. Custom Spawns. Und hier seht ihr auch Mod Manager Download. Also manchmal ist es nicht hier oben drin mit beiden, sondern hier ist es halt, ist der Vortex Download und der manuelle. Wir können ja mal hier drauf gehen. So, dann kommen wir auf diese Seite und hier ist eben das besagte Premium, ne? Also wenn ihr, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ne, wenn ihr unbedingt schnell downloaden wollt, dann könnt ihr das hier euch kaufen. Ich benutze immer den Slow Download. Warten und warten und warten. So, und dann ploppt eben dieses kleine Fensterchen hier auf. Dann könnt ihr hier das Ganze mit der Anwendung öffnen, Vortex öffnen. Sind wir bei Vortex wieder und das hier die Notifications kommen rein. Download finished. Dann klicken wir auf Install. Installiert er das Ganze. So, und jetzt sehen wir hier, es gibt eine ältere Version von dem Mod. Da mache ich jetzt immer Replace. Yep. Elevaten. Genau, und hier, ne? Das hier müsst ihr dann auch immer machen. Das gibt ihm quasi die Erlaubnis, da Sachen zu verschieben. Und jetzt können wir gucken, wo ist es denn hin? Hier Custom Spawns und ihr seht, jetzt haben wir hier theoretisch auch die alte Version noch mit drauf, auf die wir zurückswitchen könnten. Ja. Könnten sie aber auch löschen. So, und so funktioniert das hier mit dem Mod Manager. Ich sage euch das ganz bewusst so, weil ich finde, es ist halt die angenehmste Variante. Da muss man nicht ständig von alleine überall auf der Seite rumsurfen. Und hier sieht man es halt mit einem Klick, wo es Updates gibt. Changelog kann man sich auch hier mal direkt durchlesen. Ganz klar hier die Empfehlung, den Vortex Manager zu benutzen. Ja, das wird wohl noch kein kurzes Video werden, sehe ich gerade. Ja, dieses Dokument hier, diese PDF, die werde ich euch unbedingt natürlich zur Verfügung stellen. Die könnt ihr euch downloaden. Das ist ein ganzer, ja, Guide, wo ich ein bisschen mehr noch auf gewisse Dinge eingehe, die vielleicht interessant sind für euch. Frage der Versionskompatibilität, wie funktioniert Modding an sich? Das Ganze ist eigentlich in der Regel so, es gibt halt eine Hauptdatei,
zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Beispiel konstruiert, sozusagen eine Hitpoints-Config hier und hier eben eine Mod-Config, die dazu kommt. Und in dieser eigentlichen Hitpoints-Config sind halt viel mehr Werte drin. Also da sind ganz viele andere Sachen noch mit dabei. Aber es gibt halt diesen einen Wert, diesen Hitpoints gleich 100. Das ist eine Variable und die wird halt, die will der Mod verändern. Deswegen ist das Einzige, was der Mod eigentlich hat, in einer Zeile, so symbolisch, dass es nur 8 Kilobyte sind und die halt 10, sagt er halt Hitpoints gleich 200. Und was das Spiel dann quasi macht, es lädt an sich die gesamte, ganz normal die gesamte Hauptdatei und ersetzt lediglich eben diese eine Zeile durch die modifizierte Zeile. So, und dann, wenn das funktioniert, dann haben halt die Leute im Spiel nicht 100, sondern 200 Hitpoints. Das funktioniert jetzt natürlich immer, ganz unabhängig davon, für welche Version quasi der Mod geschrieben wurde, solange sich eben an der Struktur dieser Datei oder an der Dateistruktur allgemein des Spiels nichts verändert. Sobald sich zum Beispiel diese Variable irgendwie ändert hier, dass sie anders heißt, so wie Hitpoints Agent zum Beispiel, und ja, dann ist das nicht mehr kompatibel und dann wird das hier quasi theoretisch einfach mit reingezogen als neue Variable. Wenn die gar nicht mehr genutzt wird, dürfte das überhaupt keine Probleme bereiten, außer dass der Mod halt nicht funktioniert, weil er eben nicht das modifiziert, was er modifizieren möchte. Genau, das ist im Prinzip so ein ganz, ganz einfacher skizzierter Ablauf, wie das normalerweise funktioniert. Genau, auf jeden Fall werden halt im zweiten Fall die Hitpoints endlich nicht mehr verändert, bleiben im Grundspielwert von 100 und der Mod bleibt wirkungslos. Wie gesagt, ihr müsst aber bedenken, diese Versionsnummer oder so, die ihr da immer seht, oder die ihr von mir aus auch hier teilweise seht, ne? Das ist im Prinzip auch nur eine Zahl, die der Coder oder der Modder hier hinterlegt hat, für die letzte Version, mit der er es getestet hat. Nennen wir es mal so. Aber wie gesagt, solange sich an dieser Struktur nichts ändert, ja, dann wird dieser kleine Mod hier auch in 10 Jahren noch funktionieren. Ja. Das ist halt der Punkt. Das wollte ich nur sagen. Ihr könnt euch, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, wirklich so ohne überhaupt irgendeine Gefahr einzugehen, könnt ihr auch immer auf die Version schauen, dass die aktuell ist. Und meistens ist es aber nicht nötig. Ja. Meistens ist es sinnvoller, wenn man ein bisschen rumprobiert. Wie ihr ja vorhin gelernt habt, legt ihr euch einfach einen neuen Save an und probiert einfach mit, auch in der neuen Version des Spiels mit dem alten Mod zu spielen. Vielleicht funktioniert es, so wie in dem Fall hier oben. Vielleicht funktioniert einfach es überhaupt nicht oder es stürzt halt ab, aber dann habt ihr immer noch den Save, den normalen, auf den ihr zurückgehen könnt. Und dann spielt ihr halt einfach da weiter. Ihr könnt dann, wie wir vorne gelernt haben, auf die ältere Spielversion zurückgehen, dann könnt ihr den Mod immer noch nutzen. Und so weiter und so fort. Also ich versuche euch hier so ein bisschen den Gesamtüberblick zu geben, dass ihr wirklich wisst, was ihr zu tun habt und nicht immer fragen müsst. Ja, weil es ist immer so ein bisschen, ich habe zwar kein Problem damit, euch zu helfen in den Kommentaren, aber ich bin halt auch nicht der IT-Modding-Service, keine Ahnung. Und es kostet mich halt immer sehr viel Zeit, wenn ich dann selber alles nachforschen muss für einzelne Leute. Deswegen hoffe ich, dass dieser allgemeine Abriss euch jetzt hilft und ihr so die meisten Probleme selber lösen könnt. Ist ja auch ein viel schöneres Gefühl, wenn man etwas selber gelöst hat, als wenn man ständig nach Lösungen fragen muss. Finde ich zumindest. Genau, das wollte ich noch kurz erwähnen, bevor ich ganz rausgehe, ne? Also der Nexus Mod Manager, der verschiebt, was er im Prinzip macht, er installiert sie, er verschiebt die Sachen in diesen Modulsordner. Alles, was wir vorhin manuell gemacht haben, macht er hier halt automatisch. Das ist also die wesentliche Funktionsweise. Und das Wichtigste ist, dass man halt hier in diesem Tool, was man starten kann, auf dem PC sieht, jederzeit, wenn man hier auf Check for Updates klickt, ob es Updates gibt. Genau. Was ihr noch machen müsst, dann ist natürlich, das Zeug ist dann hier unten im Launcher drin, ja. Aktivieren, also den Dinger hier dran, seitdem müsst ihr aber immer noch selbst, ja. Also es kann sein, dass ihr irgendwie zu schnell durchklickt hier, nicht auf Mods klickt und dann denkt, hey, funktioniert da gar nichts. Nee, ihr müsst hier noch erst rein und das Ganze aktivieren. Die Mods, die ihr benutzen wollt. Jetzt gibt es natürlich jetzt auch Probleme mit der Mod-Order, mit der Reihenfolge, zum Beispiel bei dem Detailed Character Creation Mod. Da war das so, dass man eben das stand aus zwei Modulen, wo das DCC-Main-Modul hier ganz hoch gezogen werden musste, sogar vor die standardmäßigen Tailwords-Module, damit das funktioniert. Also das hier wiederum der Hinweis, ich glaube nach Caladia Banner und nachdem kam auch explizit die Frage danach in den Kommentaren, wie das geht.
Und ja, es kann sein, dass euer Launcher hier rumspinnt und das nicht erlaubt und das nicht machen möchte, sondern dass er das immer wieder wegschiebt. Dann gibt es zum Beispiel diesen hier, den benutze ich. Diesen Launcher. Der sieht genauso aus wie der normale Launcher auch. Aber der erlaubt euch halt, das Zeug zu verschieben und dass es da keine Probleme gibt mit den Verschiebungen. Ja. dass sich das nicht irgendwie ständig durcheinander schiebt. Also das hier ist quasi der gefixte Launcher. Ich schätze, irgendwann, und ihr seht, hier haben auch schon viele Leute tatsächlich eingetragen, dass dieser Launcher hier auf jeden Fall gebraucht wird, damit es funktioniert. Also man kann da immer so ein bisschen selber danach forschen. Ja, also mit dem funktioniert es auf jeden Fall. Sagt, ich spreche ja quasi aus der Erfahrung, dass bei mir die ganzen Mods ja getan haben, die ich euch gezeigt habe. Und genau, dann, was würde ich noch sagen? Gesagt, das ist der Launcher. Ich hoffe, dass ihr jetzt bis jetzt durchgehalten habt, sonst habt ihr halt Pech gehabt, wenn ihr nach 10 Minuten ausgeschaltet habt. Dann wisst ihr das halt nicht und denkt halt, ja, nach oben. Aber deswegen klickt ihr das Dokument. Das sind zwar 10 Seiten, aber naja, da ist halt ein Inhaltsverzeichnis dabei, da könnt ihr dorthin springen, was ihr halt benötigt. Troubleshooting so ein bisschen, man hat als Administrator ausführen, steht beschrieben, wie es ist. Im Prinzip, ihr müsst in den Ordner gehen, dort den Client raussuchen, die Tailwords Mountain Blade Launcher Exe, mit Rechtsklick drauf, geht ihr auf Eigenschaften. Wobei Kompatibilität könnt ihr als Administrator ausführen, dran packen. Das hilft bei manchen Geschichten. Das sind dann vor allem so Nutzungsrechtgeschichten, die da überbrückt werden. Und es scheint auch so zu sein, dass es einen Windows-DLL-Block gibt, der bei manchen Mods Probleme macht, weil da DLL-Dateien mit dabei sind. Und alle, die man aus dem Internet lädt, die werden halt von Windows anscheinend als Problem ja dargestellt. Genau, dann habe ich hier noch verlinkt, wo ich das Ganze hier mehr oder weniger her habe. Das ist eine Mod-Library, die auch genutzt werden kann von vielen Moddern. Da stehen so Hinweise drauf, wie man das zum Beispiel lösen kann. Man tut im Prinzip, man entblockiert diesen Modulsordner, wo die ganzen DLL-Dateien für die Mods drin sind. Ja, das geht mit der PowerShell. Ist auch beschrieben, wie das hier funktioniert. Ja, Startmenü unten, gebt ihr PowerShell ein, dann das Ganze als Administrator ausführen und dann bekommt ihr halt diese wunderschöne Konsole hier, wo ihr dann mit den guten alten Befehlen, wer sie noch kennt, mit CD zum Beispiel, dann geht man hier in das Verzeichnis Modules und dort drin tut man im Prinzip hier einen Befehl eingeben und genau, hier unten seht ihr es. So sieht das dann aus, wenn man es dann hier reingetippt hat. Dann drückt man nochmal Enter und dann tut ihr im Prinzip die Rechte für diesen einen Ordner dann umsetzen, dass dort die DLLs nicht blockiert werden. Ja. Und der Disclaimer natürlich zum Schluss. Ja, ich bin für keinen Schabernack verantwortlich, den ihr damit hier treibt. Mit dem Wissen, was ich euch hier vermittelt habe. Ihr seid vorher so selbstverantwortlich. Ich zeige euch nur, wie es theoretisch geht. Ja, ich denke, also wenn ihr die Sachen so beachtet mit dem Launcher, mit den Verschiebungen der Mods, wenn ihr die Beschreibungen lest von Mods, die ihr selber installiert, wie gesagt, bei Mods, die ich euch vorstelle, werde ich jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe es ja schon eigentlich gemacht beim letzten Mal, bei den Sachen, die spezieller waren. Aber ich werde noch ein bisschen mehr darauf achten, dass ich da euch genau sage, wie man die installiert. Genau, dann soll es das gewesen sein hier für das Guide-Video, ne? Den Download-Link für dieses nette Dokument hier, den werde ich euch in die Beschreibung unten packen. Genau. Dann hoffe ich, dass wir die meisten Fragen klären konnten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich die trotzdem jetzt in den Kommentaren hier stellen. Und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ja, erwartet halt nicht unbedingt, dass ich sofort antworte. Vor allem, wenn es zu viele Fragen sind. Ich muss leider auch ein bisschen aufnehmen das Wochenende. Deswegen, ja. Ansonsten noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen helfen konnte. Gerade denen vielleicht, die wirklich noch nie groß gemoddet haben, gar keine Ahnung davon haben. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, geholfen hat, lasst doch ein Like da, kommentiert mit Fragen oder ja, wenn ihr ein Abo da lasst, dann bin ich natürlich umso froher. Dann verpasst ihr auch zukünftige lehrreiche Videos wie dieses hier zum Beispiel nicht mehr. Okay, also, ciao, euer Tollen.